nicht recht, was hier gerade passiert ist. Damit sind wir schon zwei. Ein Schritt zur Wiedergutmachung. Ja, Mickey. Der Wagen des Opfers hat auf einem Parkplatz am Reagan Airport gestanden. Keine Überwachungsvideos und keine Fluggesellschaft hat Aufzeichnungen über einen Passagier namens Wilkes oder Grisma. Das kaputte Fenster auf der Fahrerseite und das Blut auf dem Boden legen nahe, dass der Kampf an dem Auto stattgefunden hat. Jetzt haben wir den Tatort. Das ist noch nicht alles. Wir haben endlich auch alle Sachen des Opfers gefunden, inklusive der Kamera. Dummerweise wurde die Speicherkarte komplett gelöscht. Das ist wahrscheinlich das Werk von Wilkes Mörder. Aber was er nicht gewusst hat, ist, dass die Speicherkarte WLAN-fähig ist. Ist das was Gutes? Die Speicherkarte überträgt automatisch Fotos auf das Handy des Besitzers oder wie in diesem Fall auf den Tablet-PC aus dem Auto. Sie nutzt ein WLAN- oder Handysignal. Automatische Sicherung. Wir haben also alle Fotos, die das Opfer vor seinem Tod geschossen hat. Keine Aufnahme eines Gesichts, aber es ist immer wieder derselbe Mann. Ein möglicher Grund, warum Wilkes nicht mehr fliegen wollte. Vielleicht ist das der Mörder. Kennt ihr den Namen? Oh, tja, bis jetzt kennen wir nur seinen Mantel und seine Mütze. Und die werden wahrscheinlich überall in jedem Kaufhaus angeboten. Eine Suche würde sich nicht lohnen. Aber wir versuchen es. Tut das. Hey! Du bist ja früh dran. Ich hab's noch gar nicht geschafft, das Essen vorzubereiten und mich umzuziehen. Du arbeitest doch länger. Nein, ich bin zum Essen da. Ist dieser Wein Kusche? Was will Eli denn hier? Es wird dir vielleicht schwerfallen, es zu